Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian und ich bin dein Immobilien- und Finanzcoach. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Vielen lieben Dank, dass du dir dieses Video anschaust. Wie einige von euch ja wissen, versuche ich jetzt immer zweimal die Woche ein neues Video rauszubringen, um euch zu Hause einfach regelmäßig ein bisschen mehr Content zu bieten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einfach einen Daumen hoch da lässt. Und wenn du eine Frage hast, darfst du es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich beantworte dann auch deine Fragen. Heute geht es um das Thema die 10 besten Apps, die du als Immobilienmakler bzw. als Immobilieninvestor brauchen kannst. Und hier sind meine 10 Apps, die ich regelmäßig benutze. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Genau, heute geht es um das Thema Apps und die erste App, die ich dir gerne zeigen will oder die ich relativ häufig nutze, ist einfach die ganz normale Kamera-App. Ja, also du hast hier die Möglichkeit, Fotos von dem jeweiligen Objekt zu machen, selbstverständlich, und musst nicht immer gleich eine Spiegelreflexkamera mitnehmen, denn die Großteil der Kameras in eurem Handy, was auch immer ihr für eins habt, ja, wenn ihr da ein Smartphone habt, dann reicht es in der Regel auch schon aus, damit ihr euch in dem Bereich einfach mal ein kleines Bild machen könnt. Das zweite, was ich am zweithäufigsten natürlich nutze, ist erstmal Google Maps, ja, um einfach zu gucken, wo befindet sich das Objekt. Ich finde dann eine Möglichkeit, da sage ich dann, alles klar, wie sieht's aus, da und da und da, da kann ich dann näher nachschauen, was befindet sich in unmittelbarer Umgebung. Ja. Das heißt jetzt zum Beispiel hier, bin ich jetzt gerade in der Bernsdorfer Straße und ich kann jetzt dann in unmittelbarer Nähe sehen, welche Möglichkeiten gibt es hier. Gibt es was zum Essen? Es gibt hier hinten einen Arzt zum Beispiel. Wann ist die nächste Möglichkeit zum Einkaufen hier in unmittelbarer Nähe? Und du siehst es hier zum Beispiel sehr, sehr gut. Hier oben links kannst du zum Beispiel sehen, 50, 100 Meter. Das heißt, ich kann jetzt hier genau sehen, die nächste Einkaufsmöglichkeit ist so 300, 400 Meter einfach weg. Und dadurch weißt du gleich, auch wenn du vielleicht nicht ortskundig bist, ist es jetzt eher ein guter Standort für die Immobilie oder eher nicht ganz so clever. Ja, also du kannst dir über sowas, das nutze ich sehr, sehr häufig. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, dann einfach über das Satellit zu gucken und siehst dann auch, gehört noch ein Grundstück mit dazu, ist irgendwie, wie du jetzt hier zum Beispiel siehst, ist es eine Straße, die relativ viel befahren ist. Das hier sieht zum Beispiel aus wie Schienen. Das heißt, du weißt dann, okay, wenn das Objekt in unmittelbarer Nähe von Schienen ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen lauter sein. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz klarer Vorteil, dass du dir hier schon mal den ersten Einblick machen kannst, ohne direkt am Objekt gewesen zu sein. Das nächste Thema ist, was ganz wichtig ist für mich, der Kompass als App. Ja, das ist das App Nummer 3, weil ich schaue hier einfach, und das ist ja vielen wichtig, vor allem im Ankauf auch und natürlich auch dann im Verkauf, weil der Kunde wissen will, vor allem, was ist denn die Wetterseite? Das ist ein Thema natürlich. Und das andere Thema ist, in welche Richtung geht denn der Balkon? Ja, und ist das eher ein Südbalkon oder ist es eher ein Nordbalkon? Da kommt es immer ein bisschen drauf an, ja, was für ein Kunde du natürlich hast. Ein Großteil der Menschen wollen natürlich alle einen Südbalkon und das kann natürlich auch den Wert deiner Immobilie beeinflussen. Und du kannst relativ einfach mit dem Kompass einfach nachgucken, in welche Richtung denn der Balkon zum Beispiel geht, beziehungsweise auch, was ist denn die Wetterseite und sowas. Ein ganz, ganz wichtiges Tool, was ich natürlich auch nutze, ist das Thema ImmoScout. Ja, es muss jetzt nicht ImmoScout sein, das kann natürlich auch andere Sachen sein. Ja, du hast natürlich da die Möglichkeit zu suchen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte hier in, ja, das, guck, ich habe als letztes zum Beispiel was in Dresden gesucht zum Beispiel, hast du halt die Möglichkeit auch mal die Preise ein bisschen zu vergleichen. Das heißt, du weißt jetzt ganz genau, okay, du nimmst jetzt als Immobilienmakler zum Beispiel ein Objekt auf oder du willst selber eins kaufen, das ist ja im Endeffekt eine ähnliche Situation. Kannst du schon mal schauen, ist der Preis eher hoch, ist der Preis eher niedrig? Das geht hier relativ schnell und kannst natürlich, je nachdem, ob du ein Objekt jetzt gerade verkaufen willst, immer wieder gucken, hat sich jemand gemeldet bei mir, kannst Nachrichten mit den Interessenten schreiben und sowas. Deshalb nutze eben ich diese Apps natürlich auch relativ häufig. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit ImmoScout24 gemacht. Andere sagen, es ist der totale Mist, sie wollen lieber ImmoWelt oder ImmoNet. Ich denke, die Jungs haben sich da ein ganz gutes Monopol aufgebaut und ja.
Mal schauen. Nächstes Thema, was ich natürlich relativ häufig benutze und vor allem, um schnell mal irgendwas auszurechnen, ist ein Prozentrechner oder ist der Prozentrechner. Du hast einfach die Möglichkeit, hier zu gucken, dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, wie hoch ist denn dein Gewinn zum Beispiel? Du kannst eine Rendite ganz kurz berechnen. Ja? Und das macht es halt relativ einfach und relativ schnell hast du die Möglichkeit. Das kannst du natürlich auch mit einem normalen Taschenrechner machen, aber hier hast du einfach mehr Möglichkeiten, ja, ein bisschen was zu machen. Kannst dann auch mit dem Darlehen nochmal rechnen, siehst du hier unten nochmal. Genau, hast nochmal ein Darlehen. Kannst dann sagen, wie lange du ungefähr brauchst, um das Darlehen auch zurückzuzahlen. Das ist mal so ein grober Überblick. Wenn du dann wirklich ins Detail gehst, ja, musst du natürlich einfach viel, viel, viel genauer rechnen und da wird auch dieser Prozentrechner zum groben Überschlagen nicht reichen. Nächstes wichtiges Thema ist eBay-Kleinanzeigen. Ja? Und du siehst hier jetzt schon, die letzte Suche, die ich gemacht habe, war anscheinend in Berlin. Ist ein ganz, ganz wichtiges Tool geworden im Immobilienbereich, um Immobilien zu finden, ja? Weil natürlich viele Privatanleger hier kostenfrei ihre Immobilien einstellen können. Und dadurch hast du natürlich eine ganz klare Möglichkeit, den Eigentümer zu erreichen, der jetzt sagt, ich will kein Geld ausgeben für einen Makler oder sonst irgendwas. Im Gegenzug hat man natürlich auch als Makler die Möglichkeit, hier noch Objekte zu finden, die jetzt von privat angeboten werden, um eben auch seine Expertise und seinen Mehrwert dem Kunden nahe zu bringen. Ja? Also die Möglichkeit gibt es natürlich auch, dass das jemand als Tool nutzt und sagt, okay, da gibt es viele Leute bei eBay Kleinanzeigen, die ihr Objekt privat anbieten, denen möchte ich gerne helfen, denen möchte ich gerne den Mehrwert, auch mein Netzwerk zur Verfügung stellen. Dann findet man bestimmt einige bei eBay Kleinanzeigen, habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht auf beiden Seiten. Nächstes wichtiges Thema, was ich nutze, ist der iScanner im Endeffekt. Und zwar, wenn ich jetzt irgendwelche Objekte scannen muss, kannst du die einfach abfotografieren. Das sind zum Beispiel Objektunterlagen, der Kunde sagt, hier ist schon mal ein Grundbuchauszug oder hier ist eine alte Baubeschreibung oder sowas, hast du hier einfach die Möglichkeit, ein kurzes Foto zu machen und das Foto wird sofort als PDF abgespeichert und du hast dann die Möglichkeit, es auch irgendwo schnell hinzuversenden. Das ist im Endeffekt wie Scannen. Ja? Finde ich eine sehr, sehr coole und einfache Lösung, Dokumente relativ schnell auch in die Systeme zu bekommen. Das heißt, ich bin jetzt beim Kunden oder ich habe jetzt ein Objekt aufgenommen, dann fotografiere ich einfach die jeweiligen Unterlagen. Ich muss auch nichts mitnehmen, ja? Ich muss nichts ins Büro nehmen, muss wieder zum Kunden hingehen und sowas. Das ist natürlich viel, viel einfacher auch für dich, wenn du jetzt direkt bei einer Besichtigung bist, schaust du die jeweilige Immobilie an, sagst du, lieber Kunde, hast du ein paar Informationen für mich? Hast du vielleicht ein bisschen Papier, musst du nichts mitnehmen und der Kunde fühlt sich natürlich auch oder der Eigentümer fühlt sich ein bisschen charmanter betreut, weil es ja schon was sehr, sehr Privates sein kann, wenn er dir jetzt einen ganzen Ordner mit seinen Unterlagen rausgibt. Ja. Genau, das nächste Thema, was ich habe, ist ein CRM-Programm. Ja, also wir haben als App, nutzen wir persönlich natürlich jetzt FlowFact. Bedeutet einfach, wenn du einen Kunden hast und der Kunde möchte jetzt vielleicht nicht verkaufen, sondern erst in 2-3 Jahren, weil er vielleicht auch eine Spekulationsfrist hat, also das heißt, er hat das Objekt noch keine 10 Jahre lang gehalten, hast du die Möglichkeit, über ein CRM-Programm natürlich mit deinen Kunden auch immer wieder in Kontakt zu bleiben und dir auch Informationen dazu zu hinterlegen. Zum Beispiel habe ich ja manchmal Kunden, die haben nicht nur ein Objekt, sondern mehrere und der sagt, ja, jetzt verkaufe ich ihnen gerne die Eigentumswohnung und ich habe dann noch an irgendeinem anderen Standort was, aber erst in 2-3 Jahren. Ich kann mir das allerdings nicht so lange merken, also benutze ich ein CRM-Programm, wo ich einfach reinschreibe, melde dich in 2 Jahren nochmal bei dem Kunden, vielleicht möchte er sein Objekt verkaufen. Genauso im Immobilienmaklerbereich brauchst du natürlich auf jeden Fall ein anständiges CRM-Programm. Nächstes Thema ist Dropbox, ja, was ich relativ häufig nutze, um einfach die Objekte zum Beispiel oder die Fotos, die du gemacht hast, die Dokumente, die du jetzt gemacht hast, kannst du eben in eine Cloud reinladen und hast sie so immer bei dir. Das heißt, ich telefoniere jetzt mit dem Kunden oder einer Eigentümer ruft mich an und sagt, pass mal auf, wegen dem Objekt hat jetzt soweit alles gepasst, brauchen Sie noch irgendwelche Unterlagen, kann ich sagen, nee, ich schaue nochmal kurz nach. Unterlagen habe ich alle da. Du hast jederzeit immer Zugriff auf alle Unterlagen. Finde ich einen ganz klaren positiven Mehrwert ohne relativ viel Aufwand. Die letzte App, die ich euch empfehlen kann und die ich auch relativ häufig nutze auf beiden Seiten, also im Immobilienmaklerbereich und als Investor ist natürlich Canva. Das ist praktisch eine App, wo du eine Möglichkeit hast, Marketingmaterial relativ günstig und kostenfrei zu erstellen. Auf der App gibt es schon einige vorgefertigte Templates für verschiedene Sachen. Also du kannst da Flyer erstellen, du kannst für Facebook irgendwelche Titelbilder erstellen. Du hast auch die Möglichkeit, zum Beispiel Logos zu erstellen, Flyer, Einladungen und das ohne viel Marketingwissen. Ja, du kannst hier alles verändern, du kannst Bilder einfügen, du kannst die Texte verändern.
Das ist relativ einfach und somit hast du auch die Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, ich bin auf der Suche nach hochwertigen Objekten, ja, dann mach dir doch einfach so einen Flyer, mach ein Bild von dir mit rein und dann kannst du das genauso in den Druck geben. Du kannst es zum Beispiel in Briefkästen werfen und somit bekommen auch die Leute mit, dass du gerade auf der Immobiliensuche bist, egal ob du sie jetzt selber kaufen willst oder ob du sie dann im Endeffekt vermarkten willst. Das war es jetzt mal im Super-Turbo-Schnelldurchlauf. Ja? Also jetzt hast du mal so einen groben Überblick gesehen. Das sind die 10 Apps, die ich als Immobilieninvestor am häufigsten nutze. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich gerne über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du vielleicht noch 2, 3 Apps hast, wo du sagst, Christian, pass mal auf, das wäre auch nochmal eine coole Geschichte, dann schreib die doch einfach unten mit rein, sodass wir allen, die hier Zuschauer sind, einen ganz klaren Mehrwert bieten können. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis dahin, und wenn dir das Ganze gefallen hat, natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, schöne Grüße. Ciao.